Regen, Wind und kalte Temperaturen. Wer fährt an so einem Tag in Europa-Park? Hallo liebe Freizeitpark- und Achterbahnfans, lange hat's gedauert, aber jetzt komme ich endlich mal dazu, einen Videoblog in der Wintersaison 2019-2020 aufzunehmen. Wie ihr vielleicht hinter mir erkennen könnt, hat der Park aktuell noch geschlossen, aber um 10 Uhr macht bereits die Deutsche Allee mit dem Weihnachtsmarkt und dem Voletarium auf und da werden wir jetzt gleich mal gucken. Wie ihr vielleicht seht, das Wetter ist ziemlich bescheiden, es ist unter der Woche, ich hoffe, es ist heute nicht viel los. Ich werde einiges fahren und euch auf die Fahrt mitnehmen und jetzt geht's rein, viel Spaß! Morgen. Morgen. Schön. Danke. Ja, und wie bereits eingangs erwähnt, hat das Voletarium schon um 10 Uhr geöffnet in der Wintersaison. Und da werde ich jetzt mal direkt damit fahren. 5 Minuten zeigt es an. Ich denke, dass das auch ziemlich gut hinkommt. Es ist nämlich bisher so gut wie nichts los im Park. Wie erwartet, also die Pre-Show läuft schon und es sind 2 Leute hier im Kino. Exklusive Vorstellung nenne ich sowas. Das Voletarium wie immer eine super Attraktion, also es gefällt mir auch jetzt nach 2,5 Jahren, wo das Teil schon geöffnet hat, immer noch ziemlich gut. Ich bin natürlich gespannt, wann da mal ein neuer Film reinkommen wird. Ich weiß es nicht, Soarin' lief ja mehrere Jahre, glaube ich, also Soarin', das Flying Theater in Disneyland und dementsprechend denke ich, dass mir auch im Voletarium sicherlich noch 1-2 Jahre den ersten Film sehen werde. Hier in Italien stoße ich jetzt gleich auf die Absperrung, da hat der Park dann nämlich noch bis 11 Uhr geschlossen und nach 11 Uhr geht es natürlich als erste Anlaufstelle auf den Silverstar. Mein Gott, rennt um euer Leben! Heute wird es so voll, dass man direkt morgens alle Bahnen fahren muss. Und ich fahre jetzt in dem Fall Silverstar. Ich hoffe, ich schaffe es in die erste Reihe. Ich glaube, es könnte ziemlich kalt werden. Yeah, Silverstar, erste Reihe, morgens. Aber wie man sieht, das schlechte Wetter hat sich verzogen. Hier in Bade scheint immer die Sonne. Grüße gehe raus an meine schwäbischen Zuschauer. Wobei, ich muss ja ehrlich sagen, ich hätte mich bei Regen über eine kostenlose Kosmetikbehandlung à la Silverstar sehr gefreut. Gibt nämlich schönes Peeling. Oh no! Oh. Wie immer sehr geil. Wie immer total geil. Zu Recht meine Lieblingsachterbahn im Europa-Park.
Und in der Wintersaison fällt eine Sache besonders auf. Man hört die Bahn nicht nur am Parkplatz, sondern man spürt sie auch. Silverstar ist morgens in der Wintersaison schon so schnell unterwegs, wie man teilweise im Hochsommer bei heißen Temperaturen am Abend die Geschwindigkeit hat. Das liegt daran, dass die erste drei Reihe beim Silverstar mit Plastikrädern bzw. Kunststoffrädern bestückt werden, damit der Zug einfach schneller Geschwindigkeit aufnimmt bei kalten Temperaturen. Und was soll ich sagen? Heute bei 5 Grad spürt man das auch wirklich. Und die Bahn, die kann doch echt was, wenn sie nicht so runtergetrimmt wird. Also hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Die Menschen, die in der Wintersaison in Poseidon einsteigen. Ich frage mich immer, warum fährt man im Winter Wasserbahnen und warum habe die überhaupt offen? Keine Ahnung, mir wird jetzt keiner einfallen, der da bei diesem Wetter, bei dieser Temperatur freiwillig einsteigt. Okay, es bremst schon mal gut. Oh nein! Wer macht auch sowas? Shit! Nein! Ah! Oh, boah! Okay, geht. Oh nein! Oh Gott, nein! 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 Boah! Ah! Ah! Boah! Oh Gott, ich bin nass und zwar ziemlich nass. Shit, ich bin nass, aber das ist auch nicht verwunderlich bei einer Wasserbahn. Wer fährt auch im Dezember Wasserbahn? Mann. Poseidon war, wie erwartet, nass. Ist ja klar, ist auch eine Wasserbahn in dem Sinn und auf Wasserbahnen wird man auch im Dezember nass. Da schrecke die absolut nicht zurück. Und für mich geht es jetzt tatsächlich zum ein bisschen trocknen und um mich verprügeln zu lassen auf die Euromir. Ich habe mir heute nämlich was Kleines vorgenommen. Ich wollte heute im Videoblog mal alle Achterbahnen, die es im Europapark gibt, fahren, also auch die Powered Coaster. Leider geht es mit Atlantica heute nicht, weil die ja in der Wintersaison geschlossen hat. Aber in dem Fall geht es jetzt auf Euromir und danach wahrscheinlich auf Bluefire und Wodan. Round 1! Oh, oh nein! Mhm. Ah, au! Oh, ich krieg die Bahn, ey! Round 2! Ready, go! Aua! Ah. Oh nein! Ah. Ich hasse die Bahn! Ah. Eine Minute Wartezeit bei Bluefire kann man mal mitnehmen, denke ich. Meine Handschuhe anziehen soll, es ist echt kalt ohne. Nachdem ich jetzt bei Bluefire für die erste Reihe tatsächlich nur zwei Züge gewartet habe, geht es jetzt auf die nächste Achterbahn im isländischen Themenbereich und zwar Wodan Timber Coaster. Und so wie es aussieht, fährt Wodan aktuell auch nur in einem Zug. Deswegen eine Minute Wartezeit sehe ich gerade. Auf geht's! Boah,
Und jetzt scheint wieder die Sonne, aber gleichzeitig tröpfelt es auch ein bisschen. Man spürt's. Um von der ganzen Achterbahn-Action mal zu entspannen und euch auch ein paar Winter-Specials zu zeigen, geht's jetzt im spanischen Themenbereich in die Eiskulptura-Ausstellung mit dem Thema Batavia aus Eis. Nächstes Jahr eröffnet ja wieder das neue Pirate in Batavia und da gehen wir jetzt mal rein. Ich glaube, ich ziehe noch meine Handschuhe an. Es könnte ziemlich kalt werden da drin. Da muss ich tatsächlich kurz ans Phantasialand denken. Das Berühren der Figuren mit den Pfoten ist verboten. Grüße ans Hotel Tartuff. Auf jeden Fall eine schöne Ergänzung für die Wintersaison und ich muss sagen, im Vergleich zu letztem Jahr Rolandica aus Eis habe ich das Gefühl, dass die Eiskulpturen und die Szene etwas größer geworden sind. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, ist eine ganz nette Ergänzung, wie schon gesagt, aber nichts, wo man sich ewig lang drin aufhalten kann, es ist nämlich echt kalt, klar, sonst wird das Eis wegschmelzen. Und ich fahre jetzt, ich glaube, ich fahre jetzt mal mit dem Albe Express. Seit diesem Herbst gibt es ja im skandinavischen Themenbereich eine Neuheit, Snorri-Touren, ein multimedialer Darkride, der mir richtig gut gefällt, also ist wirklich top gelungen. Aber es gibt eine Szene, bei der muss ich immer mitsingen. Seht der Touring ein, schaut euch hier um. Hier im Trolltal bleiben wir jung. Dieser Ort ist ein Wunder. Wir feiern Taschen, das ist magisch und schön. Der Zauberwald blüht, auch hier vor Stürmen. Und deshalb blüht unser Wald grün. Schaut euch hier um, steht es nur ein. Hier ist nicht nur Scholz, sind Baum und Tal. Tag ein und aus singen wir laut und deshalb blüht unser Wald grün. Tretet ihr ein, schaut euch um. Hier im Trolltal bleiben wir jung. Dieser Ort ist ein Kind von Nachdem ich jetzt mit Snorri-Touren gefahren bin, bewege ich mich jetzt wieder in den vorderen Parkteil. Denn bis auf Poseidon und Silberstar bin ich ja vorne noch nichts gefahren. Da steht jetzt noch ein Date mit dem Bar-Express, Schweizer Bobbahn und natürlich mit dem Euro... Moment. Ich kann einfach nicht an einem Bratwurststand vorbeilaufen in England, ohne mir nicht eine Bratwurst zu holen. In diesem Sinne, guten Appetit. Oh ja, jetzt wird mit der schnellste, höchste und längste Achterbahn im Europapark gefahren und zwar dem Express. 1,
ist zu extrem für mich. Auf die G-Kräfte in dieser Kurve da vorne. Boah, wie das drückt. Das ist echt, boah. Da weiß man, warum die so große Bügel hat, die Bahn. Und noch eine Runde. Das tue ich euch jetzt aber nicht mehr an. Bis gleich beim Eurosat Cancan Coaster. Und wie man erkennen kann, stehe auch hier nur 5 Minuten Wartezeit an. Ich würde sagen, auf geht's. Auf dem Weg vom Eurosat Cancan Coaster zum Pegasus bin ich jetzt gerade noch 2 Runden mit dem Silverstar gefahren. Und um euch nochmal vor Augen zu führen, wie wenig heute los ist, Silverstar fährt mit einem Zug. Normalerweise fährt es im Hochsommer mit 3 Zügen. Und trotzdem ist der Zug fast leer. Also ich bin jetzt gerade beim zweiten Mal alleine in der hinteren Reihe gefahren. Für die vordere Reihe muss man vielleicht, ja, ein Zug warte, eine Runde warte. Es ist abartig hier, wie man sieht. Nirgends irgendwelche Menschen. Und ich fahre jetzt tatsächlich mal mit Pegasus. Ich euch mal ganz kurz den Parkplatz zeige. Mehr Autos stehen heute nicht da. Dahinter noch ein paar Busse und jetzt geht's los. Selbst hier merkt man den Regen schon. Hui! Lustige kleine Kinderachterbahn, auf jeden Fall. Was anderes hätte mich jetzt auch sehr, sehr, sehr überrascht, muss ich ehrlich gestehen. Meine Fahrer auch Leute mit Poseidon. Oh. Jetzt als letztes geht's, welche Überraschung, ohne Wartezeit noch auf die Schweizer Bobbahn. Und dann müsste ich mit allen Achterbahnen, die in der Wintersaison geöffnet habe, gefahren sein. In knappe 4 Stunden. Ich würde sagen, das ist ein ziemlich guter Schnitt und ich habe es echt gemütlich angehen lassen. Poseidon leer, Matterhorn Blitz komplett leer, die Gondel. Gut, bei Poseidon wundert es mich nicht, ehrlich gesagt. Und in dem Fall geht es jetzt hier auf die letzte Achterbahn des heutigen Tages, also von allen, die ich fahren wollte. Ui. Boah. Alle Achterbahnen, die im Europapark zu fahren sind, außer Atlantica, wurde heute gefahren. Check!
Ja, das war's von mir. Ein neuer Videoblog aus dem Europapark vom Winterzauber in diesem Fall. Und ich muss sagen, heute ist zwar Freitag, unter der Woche gewesen. Ich war auch letzten Freitag am Nikolaustag. Kein Vergleich. Das Wetter ist jetzt sehr regnerisch. Allerdings hat es auch Phase gegeben, wo heute echt mal zwischendurch die Sonne ein bisschen durchgeschaut hat und es nicht dauerhaft geregnet hat. Und für dieses Wetter war wirklich nichts los. Ich habe den Europapark selten so leer erlebt, wie es heute war und konnte dementsprechend halt auch sehr viele große Attraktionen fahren. Von mir war es jetzt. Ich hoffe, euch hat der Videoblog gefallen und bis dahin bleibt dran. Genießt noch alle die vorweihnachtliche Zeit. Ciao.